Wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße euch alle hier und zu Hause zu unserem Gottesdienst am zweiten Adventssonntag. Ich möchte beginnen mit dem Wochenspruch. Ich lese den ganzen Vers aus Lukas 21, 28 nach der Schlachterübersetzung. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Dieser Vers hängt seit bestimmt 2 Jahren schon an unserem Küchenschrank. Ich habe schon öfters überlegt, ihn abzuhängen, aber dann denke ich immer, nein, er wird mit jedem Tag aktueller, also bleibt er dran. Als Erinnerung an die Zuversicht, die wir haben. Unsere Erlösung naht. Ihr seht, wir haben heute auch wieder das Musikteam, das uns unterstützt. Vielen Dank an euch. Dankeschön auch an das Technikteam und das Bistro-Team und alle, die überhaupt heute dazu beitragen. Und danke auch an Christoph, der uns heute die Predigt hält. Wir beginnen den Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte zu Beginn mit uns beten und ich bitte euch, wenn es möglich ist, dazu aufzustehen. Herr, wir danken dir, dass du uns versprochen hast, wiederzukommen, um unsere Erlösung vollständig zu machen. Danke, dass wir das vor Augen haben können, ganz gleich, was in der Welt passiert. Wir bitten dich, dass du unsere Herzen bereit machst, auf das zu hören, was du uns heute sagen möchtest. Und wir danken dir jetzt schon dafür, dass du mitten unter uns bist, dass du da bist. Wir wollen dir all diejenigen anbefehlen, die aus Gesundheits- oder aus Altersgründen nicht hier sein können. Und wir bitten dich für sie, dass du sie tröstest und stärkst. Bitte segne uns und segne auch Christoph in dem, was er uns weitergibt. Amen. Wir singen jetzt 2 Lieder und sammeln vorher die Kollekte ein. Nach deinem
Guten Morgen. Ich möchte einige Infos weitergeben. Am kommenden Sonntag ist hier Gottesdienst um 10.30 Uhr mit Markus If. Dazu möchten wir ganz herzlich einladen. Wie letztes Jahr wollen wir auch dieses Jahr wieder am 28. Dezember eine Wanderung von Steinperf nach Weidenhausen unternehmen und dort in der Pizzeria Mittag essen. Christoph Henz hat eine Teilnehmerliste mit 2 Spalten gemacht, die liegt draußen im Foyer. Die erste Spalte, da kann man sich eintragen, wenn man wandern will und essen. Und die zweite Spalte ist nur für die da, die können dort ihr Kreuzchen machen, wenn sie mit dem Auto kommen, aber trotzdem dann auch mitessen wollen. Bitte macht das zeitnah und das ist auch verbindlich, weil wir müssen planen, aber besonders die Pizza muss planen, allein von den Portionen vom Essen her. Also ich werde das auch nächsten und ich denke übernächsten Sonntag bekannt geben. Aber wichtig ist, dass ihr euch eintragt. Aber ich habe noch etwas Besonderes, Adventszeit. Wer da etwas Zeit hat, ich lege den Flyer auch noch mal draußen hin. Ich weiß nicht, ob da noch welche liegen. Am nächsten Sonntag, den 17. Dezember um 18 Uhr, findet im Bürgerhaus in Steffenberg-Niedereisenhausen ein Konzert statt. 2 Flügel, besteht aus dem Ehepaar Christina Brudereck und Ben Seipel. Sie werden da besondere Momente auch zeigen, vorspielen. Es ist etwas zum Zuhören, Vorfreuen, Zurücklehnen. Die Erzählerin Christina Brudereck und der Musiker Ben Seibel bescheren Lieder und Geschichten zum großen Fest. Nachdenklich und zum Schmunzeln, ein Abend für alle Sinne, zum Durchatmen in dieser dichten Zeit. Ja, wer da Karten haben will, wer dahin will, da ist eine Vorkasse, da kostet es 15 Euro und an der Abendkasse 18 Euro. Hier ist auch Info und Ticket, über Uli Becht läuft das, da ist auch eine Telefonnummer, eine Handynummer. Also wer da Interesse hat, findet sich bestimmt auch in Facebook, ich weiß es nicht, aber wird bekannt gegeben. Ich kann es auch nochmal in die Gemeinde posten, in die App. Und leg's vorne hin, dann könnt ihr euch es auch abfotografieren, wer da Interesse hat. Ich denke, das ist was ganz Besonderes. Ich kenne sie schon länger, aber bin noch nicht oft bei ihnen gewesen. Und vielleicht wäre das wieder mal ein Anlass auch für euch, euch dort am nächsten Sonntagabend auch einen schönen Abend zu machen. 18 Uhr. Dankeschön.
Ich habe noch eine Kleinigkeit, und zwar Heike, Doro und ich haben uns Gedanken gemacht, was wir an Silvester machen. Und wir würden uns freuen, wenn sich viele finden würden, die Silvester mit uns hier im Gemeindehaus feiern würden. Wenn wir zu dritt bleiben, dann würden wir natürlich nicht ins Gemeindehaus gehen, das ist ein bisschen überdimensioniert für drei Personen. Dann würden wir wahrscheinlich bei uns zu Hause sein oder so. Aber wir haben eine Liste ausgelegt, wer also daran Interesse hat und das auch möchte, sich vorstellen kann, könnte sich da eintragen. Ich würde sagen, dass es schon die Möglichkeit ist, bis Heiligabend zu machen, weil es jetzt noch zwei Wochen sind. Und wie gesagt, wir würden uns freuen, wenn das so käme und sich möglichst viele Leute zusammenfinden könnten. Wir wollen also dann schon über Mitternacht hinaus hier sein und ja, sozusagen dieses neue Jahr dann auch zusammen beginnen. Vielen Dank. Jedes Jahr nach dem Ewigkeitssonntag, gleich am Tag danach, öffnet sich bei uns daheim eine besondere Tür. Die Trempeltür in unserem Abstellraum. Dahinter verbirgt sich nämlich ein Schatz, der dann Kiste für Kiste herausgezogen wird. Unser Adventsschmuck. Bis zum ersten Advent werden dann innen und außen Lichterketten montiert, Fensterbänke leer geräumt, Weihnachtsstadt aufgebaut, Sterne und Girlanden aufgehängt. Dieses Jahr ist alles anders. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Haben wir zu viel um die Ohren oder werden wir älter oder beides? Jedenfalls, die Trempeltür hat sich nur mal kurz geöffnet, um eine Art Notbeleuchtung und den Adventskranzbalken herauszukramen. Am letzten Sonntag haben wir dann schnell noch die vier Kerzen aufgesteckt, damit wir eine anzünden können. Es gab nicht einmal Nikolausstrümpfe. Wir alle drei haben nicht rechtzeitig die Kurve gekriegt. Wir waren nicht bereit für Advent. Aber gestern hat sich die Tür, die Trempeltür, weit geöffnet. Alle Kartons kamen zum Vorschein und inzwischen sieht unser Holzhäuschen fast wie gewohnt in der Adventszeit aus. So viel zu unserer Trempeltür. Natürlich gibt es viel wichtigere Türen, besonders im Advent. Dieses Thema werden wir heute auch näher beleuchten und wir beginnen damit mit einem Lied vom Musikteam »Macht die Tore auf«. König kommt im Stall zur Welt als Kind.
Stört sich nicht an Frau und Etikette, er kommt hinein in unsere seine Welt. Macht die Tore auf, öffnet eure Herzen, denn der König kommt und zieht bei uns ein. Macht die Tore auf, öffnet eure Herzen, Gott will mit uns sein. Er kommt und wer ihn eines kann gewinnen, kann spüren, er ist Liebe in Person. Er kommt, um neue Freundschaft zu beginnen. Gott möchte mit uns sein in seinem Sohn. Macht die Tore auf, öffnet eure Herzen, denn der König kommt und zieht bei uns sein. Macht die Tore auf, öffnet eure Herzen, Gott will mit uns sein. Ich denke, zur Textlesung können wir noch mal alle aufstehen, das wird uns gut tun. Ich lese Psalm 24 aus der Lutherbibel. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, die Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heiles. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, dass das sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth, er ist der König der Ehre. Wir können uns wieder setzen, singen noch ein Lied und dann hören wir die Predigt. Ist es wieder höchste Zeit, jetzt muss es bald geschehen. Lass doch den Heiland dieser Welt nur nicht draußen stehen. Mach die Tore weit, mach die Türen auf, denn der König zieht bei euch ein. Mach die Türen auf, mach die Herzen weit, denn was ihr von ihm wollt, er wird es euch gern geben. Er bringt für alle Liebe mit und schenkt euch das Leben. Macht die Tore weit, macht die Türen auf, denn der König zieht bei euch ein. Macht die Türen auf, macht
Macht hoch die Tür. Vier Worte, die uns in der Adventszeit irgendwie total geläufig sind. Macht hoch die Tür. Und das ist so verständlich und so selbstverständlich, dass es schon manchmal wieder gut ist, sich darüber Gedanken zu machen, was bedeutet das eigentlich? Macht hoch die Tür. Hä? Unsere Türen gehen doch zur Seite auf, oder? Also, wie kommt man auf diese Formulierung, macht hoch die Tür? Und vor allen Dingen, für wen? Wer soll denn da kommen? Früher weiß ich noch, bei uns zu Hause, da waren die Türen offen. Da konnte schon mal geschehen, dass ein Freund von mir oder von meinem Bruder plötzlich in der Küche stand und ans Regal ging und sich eine Tasse holte und an die Kaffeekanne einen Kaffee einschüttete und setzte sich einfach hin. Das war gang und gäbe. Heute gibt es das nicht mehr. Man macht Termine, man kündigt sich an. Es muss ja irgendwie passen. Also wer kommt denn da überhaupt? Macht hoch die Tür. Natürlich hat das mit dem Adventslied zu tun, das wir auch jetzt gleich miteinander singen werden, nicht in Gänze, sondern Strophe für Strophe. Und ich lade euch ein, nach ein paar Gedanken von mir zu der jeweiligen Strophe, dass dann wir das miteinander singen. Bevor wir zu dieser ersten Strophe kommen, es ist immer gut, auch mal so ein bisschen Hintergrund zu haben von dem Menschen, der dieses Lied eigentlich gedichtet hat. Und sein Name ist Georg Weisel. Er wurde 1590 in dem südlich von Königsberg, dem heutigen Kaliningrad gelegenen Städtchen Domnau, als Sohn eines Richters geboren. Mit 11 Jahren ist er nach Königsberg gekommen. Dort besuchte er zunächst die Schule und dann die Universität. Und sein Vater hatte Geld. Und das machte es ihm möglich, als Sohn eines reichen Vaters, als Theologiestudent verschiedene auch Reisen zu unternehmen. Unter anderem kam er auch nach Marburg. Er hat dann als Lehrer gearbeitet und später dann den Beruf des Pfarrers ausgeübt. Und das ab 1623 mit 23 Jahren. Und in diesem Jahr ist auch dieses Lied entstanden, das wir gleich miteinander singen werden. Dieses Lied macht hoch die Tür. Und er hat eine Tür vor Augen, die sich am zweiten Advent 1623 das erste Mal für ihn als Pfarrer öffnete, nämlich diese Kirchentür in dieser Kirche, wo er ab da als Pfarrer arbeiten würde. Ein anderes Lied, das vielleicht den Älteren von uns auch bekannt ist und sich durch die Jahrhunderte hindurch gehalten hat, ist dieses Such, wer da will, ein ander Ziel, die Ewigkeit zu finden. Auch das gehört oder kommt von Georg Weisel. Sein Leben war gezeichnet auch von vielen Schicksalsschlägen. Der Ort, wo er wohnte, er wurde zwar von dem Krieg verschont, aber die Pest wütete sehr stark, auch in Königsberg. Allein im Jahr 1620 kamen nach Schätzungen bis zu 15.000 Menschen in dieser Stadt durch die Pest ums Leben. Und auch das einzige Kind, das aus der Ehe 1624 geschlossen hervorging, starb. Und Georg Weisel wurde nur 45 Jahre alt und starb 1635. Bis dahin war dieses Lied überhaupt nicht berühmt, so wie wir es heute kennen. Erst 70 Jahre später, also nach dem Tod von Georg Weisel, nahm der damalige Theologe und Liederdichter Johann Anastasius Freilinghausen dieses Lied in eine Sammlung auf, die damals hieß das geistreiche Gesangbuch, und stellte eine andere Melodie dazu. Und diese Melodie ist sehr eingängig und das ist das, was wir heute als Lied vor uns haben und was wir auch gleich miteinander singen werden. Und deshalb wurde es auch über die Grenzen von Deutschland hinweg bekannt, bis ins Englische hinein und auch ins Spanische hinein. Und Georg Weisel hat selbst beschrieben, wie es zu diesem Lied kam, und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Er sagt, neulich, als der starke Nordoststurm von der nahen Samlandküste herüberwehte und viel Schnee mit sich brachte, hatte ich in der Nähe des Domes zu tun. Schneeflocken klatschten den Menschen auf der Straße gegen das Gesicht und sie wollten in die Augen gehen. Mir strebten ebenfalls noch mehr Leute dem Dom zu, um Schutz zu suchen. Der freundliche
und humorvolle Küster öffnete uns die Domtür mit einer tiefen Verbeugung und sagte: Willkommen im Hause des Herrn. Hier ist jeder gleicherweise willkommen, ob nun Patrizier oder Tagelöhner, das ist völlig egal. Sollten wir nicht hinausgehen auf die Straßen, an die Zäune und alle hereinholen, die kommen wollen? Das Tor des Königs aller Könige steht jedem offen. Und nachdem ich meinen Schnee oder den Schnee von meinem Gewand abgeschüttelt hatte, klopfte ich dem Küster auf die Schulter und sagte, er hat mir eben eine ausgezeichnete Predigt gehalten. Wir blieben im Vorraum des Doms noch ein wenig stehen. Das Unwetter legte sich. Und in der Zwischenzeit schaute ich immer fortgesetzt zu diesem hohen Portal, dieser hohen Tür. Und da kamen mir die ersten Verse in den Sinn. Und zu Hause beendete ich es in kurzer Zeit. Das war der Grund, warum Georg Weisel dieses Lied geschrieben hat. Und wenn wir uns die erste Strophe miteinander anschauen, dann greift Georg Weisel in dieser ersten Strophe natürlich auf das zurück, was wir eben gehört haben, nämlich dem Psalm 24. Und dieser Psalm 24 ist aus einer oder in einer Liturgie eingefasst und hat den Hintergrund der Einzug der Bundeslade in den Tempel. Macht die Türe der Welt hoch, dass der König der Erde einziehen. Also der Einzug der Bundeslade in den Tempel, das war sozusagen damals auch eine Art Liturgie, der wurde gesagt oder gesungen, wenn die Bundeslade einzog, wenn die Bundeslade in diesen Tempel hineinkam. Und wenn man so die Städte damals vor 2000 Jahren uns angesehen haben, da gab es unterschiedliche Türen. Ihr kennt vielleicht dieses Wort von Jesus, es ist einfacher, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reich in den Himmel kommt. Und dieses Nadelöhr war damals eine Tür neben dem Haupttor. Also wenn ein unbedeutender Mensch kam, der musste sogar noch das ablegen, was er auf dem Rücken trug, weil das war so eng, dieses Tor, da kam er gar nicht mit seinem Gepäck rein. Der wurde halt durch diese Nebentür gelassen. Gab es gewichtigere Personen, da hat man schon mal so einen Flügel aufgemacht. Wenn noch jemand Wichtigeres kam, dann hat man beide Flügel aufgemacht. Und wenn dann der König kam, hat man dieses gesamte Tor nach oben gezogen. Und daher macht hoch die Tür, weil der König der Ehren einzieht. Also nicht nur irgendein Mensch, nicht nur irgendeiner, sondern der König der Ehren. Und wenn, wie gesagt, eine große Menschenmenge oder ein bedeutender Mann kam, dann wurden die Tore hochgezogen. Und der König kommt und die erste Strophe besingt, dass er keiner ist, der fordert, sondern der etwas mitbringt. Der Heil und Leben mitbringt. Heil und Leben. Und Heil ist ja ein Wort, das mehr bedeutet als gesund werden. Heil bedeutet das Innere wie auch das Äußere, bedeutet aber letztendlich das, was uns Menschen ausmacht. Und dieser Gottes, dieser Shalom Gottes, das ist das, was er mitbringt. Ein Shalom. Und der hebräische Begriff dieses Friedensbegriffes umfasst eben mehr als nur Abwesenheit von Krieg. Da kommen Menschen zur Ruhe. Da haben Menschen innerlich ein Stück weit Gelassenheit trotz der äußeren Situation. Da ist etwas passiert mit jemandem, das können wir selbst nicht machen, sondern da hat jemand uns etwas gegeben, damit wir nicht panisch werden, von der Angst nicht übermannt, sondern einen Halt haben, einen Grund, auf dem wir leben können. Leben und handeln. Wo nicht die Angst regiert, sondern die Gewissheit, dass da jemand ist, der uns in diesen Tagen, in dieser Zeit begleitet. Und dieser Shalom lässt mich ein Stück Freiheit atmen, weil es Gott ist, der mich hält und nicht die Meinung der Menschen, nicht das, was ich tue oder getan habe, nicht mein Geldbeutel oder meinen Stand, den es heute zwar offiziell so nicht mehr gibt, aber inoffiziell wohl schon. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Lasst uns die erste Strophe dieses Liedes miteinander singen.
die Eigenschaften dieses Königs aufgezählt. Unter anderem fallen mir diese zwei Worte auf, Sanftmut und Barmherzigkeit. Das sind zwei ganz alte Worte. Sanftmut. Das ist so wie das, was Elia damals erlebt hat, als er Gott erlebte. Es war nicht der Feuersturm, es war nicht das Gewaltige, sondern es war dieses leise Säuseln, das dieser Mensch zu dieser Zeit an diesem Ort so sehr gebraucht hat. Und dieser Sanftmut, das ist das, was diesen neuen König auszeichnet, der kommt, der genau das tut. Wir haben als Gemeindeleitung letzten Dienstag zusammengesessen und haben uns über den Tagesabschnitt unterhalten aus dem Propheten Jesaja. Und ich fand das so schön, weil das so passt, weil es da heißt es, Jesaja 42, da sagt Gott über seinen Gottesknecht, also über Jesus, über den König, der einziehen wird: Ich habe ihn erwählt, ihm gilt meine Liebe, ihm gebe ich meinen Geist. Er wird die Völker regieren und ihnen das Recht bringen. Er schreit keine Befehle, lässt keine Verordnungen auf der Straße ausrufen. Das geknickte Schilfrohr zerbricht er nicht, den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Er bringt dem geschlagenen Volk das Recht, damit Gottes Treue ans Licht kommt. Verbunden mit diesem Wort Sanftmut und Barmherzigkeit dachte ich, er begegnet den Menschen in dem, was sie erleben. Wenn ihr Menschen habt, mit denen ihr zu tun habt, die so sind wie so ein geknicktes Schilfrohr, wie so ein glimmender Docht, wo nicht mehr viel ist. Und man begegnet ihnen mit Forderungen und mit forschen Worten, dann ist das, was da ist, auch nicht mehr da. Dann wird es vielleicht ganz abgeknickt. Der Docht erlischt ganz. Und Jesus ist anders. Weil er kommt und genau in diese Situation hinein, eben nicht dieser Marktschreier, so wie Jesaja das sagt, sondern einer, der weiß, wie es dem Menschen geht und in diese Situation hinein die richtigen Worte findet, sanftmütig. Er gibt Hoffnung, er gibt Perspektive, er gibt Zukunft. Und gerade wenn es so dieses Bild ist, ein glimmender Docht, da ist ja keine Flamme mehr. Da ist noch ein Überrest dessen, was einmal war. Und manchmal bei Menschen geht es ähnlich, wo die Perspektive fehlt, wo das, was war, nicht mehr ist. Und das, was vielleicht werden soll, noch nicht ist. Und so ein Zwischenraum, so ein Zwischending. Und da hinein gibt Jesus das, was wir Menschen brauchen, Hoffnung und Perspektive. Und die Frage ist, brauchen wir das? Wir sagen wahrscheinlich alle ja. Ich habe ein Zitat gefunden von Lothar Zenetti. Und das fand ich sehr passend. Er sagte: Es ist sicher, dass wir schneller fahren, höher fliegen und weiter sehen können als Menschen früherer Zeiten. Es ist sicher, dass wir mehr abrufbares Wissen zur Verfügung haben als jemals Menschen vor uns. Es ist sicher, dass Gott sein Wort niemals zu einer besseren, genährten, gekleideten und besser gestellten Gemeinde sprach. Nicht sicher ist, wie wir bestehen werden vor seinem Blick. Vielleicht haben wir mehr Barmherzigkeit nötig als alle, die vor uns waren. Und dann merken wir, wir haben Barmherzigkeit nötig. Und wenn wir in diese Welt schauen, dann wissen wir, auch diese Welt hat es nötig. Und dazu braucht es eben diese Barmherzigkeit, die mich erreicht, diese Sanftmut, die mich erreicht, bevor sie andere erreichen kann, damit da etwas passiert. Sanftmut und Barmherzigkeit, sie haben ein Ziel. Sie haben das Ziel, so sagt es Georg Weisel in seinem Lied, dass all unsere Not zum Ende kommt. Und auch hier ist die Frage, hat Jesus sein Ziel verfehlt? Wenn wir in diese Welt hineinschauen, all unsere Not zum Ende erbringt, der halben Jauchz mit Freuden singt, es ist viel Not da. Viel Not, wenn man diese Not als global nimmt und nicht in die Einzelheiten hineinschaut. Und das ist das, was Jesus tut. Vielleicht nicht in der Gänze. Das wird einmal so sein, wenn er wiederkommt, sein Friedensreich aufbringt. Dann ist die Not zu Ende. Aber es gibt immer wieder im Persönlichen wie auch in den Bereichen anderer diese Situation, wo plötzlich Not sich verändert.
wo durch die Zusprache und Ansprache Jesu, durch sein sanftmütiges und barmherziges Handeln Herzen von Menschen erreicht werden. Und wo etwas sich wirklich verändert. Also nicht nur ein Verhalten, sondern eine Haltung, ein Inneres. Und das ist, so wie ich das, wenn ich das richtig verstehe, genau das, was auch Georg Weisel meint. All unsere Not zum Ende bringt in dieser beiderlei Richtung, punktuell immer wieder im Heute, Hier und Jetzt und einmal ganz dann, wenn er kommt, um sein Reich aufzurichten. Und deshalb der halben, dieses alte Wort für darum, gelobt sei mein Gott, mein Heiland groß von Tat. Lasst uns diese zweite Strophe miteinander singen. Er ist gerecht. In der dritten Strophe heißt es, obwohl dem Land, obwohl der Stadt, die diesen König bei sich hat. Also es lohnt sich. Es lohnt sich, diesen König bei sich zu haben. Wenn es heißt, es lohnt sich, dann ist es oftmals für uns das Äußere. Daran macht sich sichtbar, ob sich etwas lohnt. Habe ich einen direkten Nutzen davon? Damals, als Jesus in Jerusalem eingezogen hat, hatten die Menschen genau dieses vor Augen. Und auch wenn wir ins Johannesevangelium gehen, Kapitel 6 am Anfang, da heißt es, sie haben gesehen, dass Jesus Brot machen kann. Natürlich, es lohnt sich, diesen Menschen hinterherzulaufen. Aber sowohl in Johannes 6, als auch wenn wir ins Matthäusevangelium gehen, Kapitel 21, wo man sagt, Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, dann war das die Vorstellung, die die Menschen damals hatten. Es lohnt sich, und zwar unmittelbar, äußerlich, indem dass es uns ab diesem Zeitpunkt besser geht. Obwohl dem Land, obwohl der Stadt, die diesen König bei sich hat. Aber Georg Weisel und auch Jesus selbst haben eine andere Zielrichtung. Es geht vorrangig nicht um den äußeren Wohlstand, weil der äußere Wohlstand das innere Befinden nicht verändert, uns Menschen nicht verändert. Es hilft gleich beim Verhalten, es macht es einfacher, aber ist auch unsere innere Haltung verändert? Er sagt, es geht um eine innere Veränderung. Und nicht um vorrangig eine äußere. Und das sind Dinge, das sind Prozesse, die brauchen manchmal lange. Und deshalb dieser Satz, obwohl dem Land, obwohl der Stadt, die diesen König bei sich hat, ist etwas, was sich manchmal auch über Jahre hinzieht, wo man sagen muss, da hat sich was verändert. Manchmal auch ad hoc, aber in der Regel ist es ein Prozess, in den ich einsteige. Und diese Veränderung im Kleinen kann ganz viel Veränderung auch im Großen bewirken. Und das, was ihr jetzt seht mit diesen kleinen Spiegelstrichen, das sind Dinge, die ich gefunden habe, nicht von mir formuliert, aber ich fand sie sehr passend. Wenn es heißt, wenn Gott in uns lacht, dann lernen wir das Lachen, das andere befreit. Wenn Gott in uns still ist, dann werden wir still und aufmerksam, auch für das, was andere unruhig und traurig macht. Wenn Gottes Frieden unsere Angst besiegt, dann können wir Frieden finden in uns und Frieden schaffen in der Welt. Wenn Gott in uns einzieht, dann wird unser Herz weit und dann werden wir frei zum Leben. Und deshalb, obwohl dem Land, obwohl der Stadt, weil das etwas ist, was tragfähig sein wird,
Es ist nämlich nicht auf dem gegründet, was wir tun können, sondern was wir geschenkt bekommen. Eine Grundlage, die Gott uns hinhält, wenn er kommt. Eine Grundlage, in der, auf die er uns einlädt, uns zu stellen, immer wieder neu, weil wir das als Menschen so sehr brauchen. Und wenn wir uns unsere Gesellschaft anschauen, wenn wir uns das anschauen, was um uns herum passiert, dann merken wir, wie brüchig das ist, wo der Mensch sagt, wir machen jetzt hier dies und das. Weil man sich an einen Ordnungskatalog halten muss, an Verträge halten muss, obwohl man vielleicht innerlich rebelliert. Und Jesus geht den anderen Weg. Er schlägt auch das damals aus, was ihm angeboten wird, König werden. Weil diesen König, den hatten sie schon viele, viele, viele Male vorher. Aber dieser König, der jetzt kommt, der hat einen völlig anderen Ansatz. Dass das in uns beginnt, was sich dann nach außen fortsetzt. Und deshalb, o wohl dem Land, o wohl der Stadt, die diesen König bei sich hat. Lasst uns dieses Lied miteinander singen. Die vierte Strophe beginnt wie die erste. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Und dann geht es anders weiter. Euer Herz als Tempel zubereit. Und da wird es konkret. Das, was vorher in den drei Strophen angedeutet wird, wird in der vierten ausgeführt. Und da geht es um diese Tür, die geöffnet werden muss, damit all das, was vorher gesagt worden ist, passieren kann. Es geht um eine Herzenstür. Euer Herz als Tempel zubereiten. Nun könnte man sagen, so wie jetzt in den Feiertagen oder vor den Feiertagen, jetzt wird das Haus wieder auf Vordermann gebracht. Ne? Die Räume müssen spiegeln und je nachdem, wer zu Besuch kommt, dann weiß man, wo er oder sie hinguckt und wie das Gesicht zu deuten ist, das dann kommt. Also muss alles richtig schön blank auf super und sauber geputzt sein. Und wenn man diesen Liedvers hörst, dann hat man das Gefühl, dass das genauso ist, euer Herz dem Tempel zubereitet. Also Leute, macht alles schön sauber. Aber ich glaube, dass das völlig anders ist, was Georg Weisel hier meint und auch das, was Jesus damals auch den Leuten deutlich gemacht hat. Es geht um das Aufmachen. Es geht nicht um das vorher alles sauber gehabt zu haben. Es geht ums Aufmachen. Dass die Tür zu deinem und meinem Herzen offen ist. Dass ich ihm nicht nur die Eingangstür öffne, sondern dass es eben das ganze Haus ist, mein Lebenshaus. Auch die Türen, die vielleicht extra zugehalten werden, weil man dahinter all das hineingeschoben hat, damit es vorne ordentlich aussieht. Kennt ihr solche Zimmern? Wenn jemand sich unangemeldet plötzlich vor der Haustür befindet, dann ist es gut, wenn man so eine Couch hat, die man hochklappt, dann kommt alles rein, dann geht es zu und die Couch ist sauber. Und dann sagt Jesus, und Leute, auch das, da möchte ich hin. Diese Türen, das sind die wichtigsten. Weil alles andere, das ist ja zumindest nach außen hin schon recht ordentlich. Aber das, was so sich am Tag, in der Woche, im Monat aufhäuft und dann plötzlich weggeräumt wird, da möchte ich dran. Euer Herz dem Tempel zubereit, macht sie auf, diese Herzenstür.
Vielleicht kennt der eine oder die andere noch dieses Bild. Das habe ich einmal gebraucht, Offenbarung 3, wo es dieser Jesus, der vor der Herzenstür steht und anklopft. Und das ist ein Bild von einem englischen Maler, Holman Hunt. Und als er dieses Bild vorgestellt hat und die Leute sich damit beschäftigt haben, wie es halt mal so ist, mit Farbenspiel und so weiter und so fort, und sich dieses ganze Ding einmal näher angeschaut haben, haben sie zu ihm gesagt, es fehlt was. Und vielleicht erinnert sich der eine oder die andere noch an das, was fehlt. Man hat dieses Bild geguckt und hat gesagt, du hast was vergessen. Ihr seht, es gibt keine Türklinke, die ist nicht da. Und der vermeintliche Fehler, der wurde von dem Maler so kommentiert: Nein, ganz und gar nicht. Das war meine vollste Absicht. An dieser Tür, an dieser Herzenstür, gibt es nur eine Klinke und die ist auf der Innenseite. Und das ist das, was Jesus ausmacht. Neudeutsch würde man sagen, er ist ein Gentleman. Er schmeißt uns die Sache nicht hinterher. Aber er bietet sie an, wo ich die Möglichkeit habe, zu reagieren. Euer Herz dem Tempel zubereit. Es braucht diese Entscheidung von mir, von innen diese Tür aufzumachen, weil er sie von außen nicht aufmachen kann, aber auch nicht aufmachen will. Er wartet auf deine und meine Entscheidung, wenn mir das bewusst ist. Es gibt Menschen, die wissen das nicht. Die lesen sowas und die haben da keinen Bezug zu. Aber ich glaube, es gibt Situationen, wo Jesus genau das deutlich macht. Wie ist es mit dieser Tür? Und dann darf ich aufmachen und erleben, wie dort etwas beginnt, was ich mir vielleicht gar nicht vorstellen kann. Dass Jesus dort anfängt, hineinzukommen und sauber zu machen. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, euer Herz dem Tempel zubereit. Lasst uns diese Strophe nun miteinander singen. Dann persönlich. Komm, O mein Heiland, Jesus Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. Interessant ist auch, dass sich der Sprachstil verändert. Nicht macht hoch die Tür, sondern es ist eine persönliche Bitte, keine Aufforderung mehr. Diese ersten vier Strophen, das war sozusagen dieser nicht Appell, aber diese Aufforderung, da Dinge auch zu tun. Also, und hier plötzlich scheint das erst, was in den ersten vier Versen gesagt worden ist, Früchte zu tragen, weil da die persönliche Antwort dessen kommt, der dort spricht. Komm, o mein Heiland, Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. Der König wird zu einem persönlichen Gegenüber, zu einem Du. Das erleben wir ganz oft in den Psalmen, in diesen Klagepsalmen, wo man Gott etwas klagt, wo man Gott etwas vor die Füße legt. Und dann in diesem Psalm sich eine Blickrichtung ändert, weil Gott einem begegnet und plötzlich auch das, was vorher einem Not gemacht hat, unverändert da ist. Aber jetzt diese Wichtigkeit der Begegnung im Vordergrund steht.
Und so deute ich auch diese fünfte Strophe. Komm, o mein Heiland, Jesus Christ. Auch wenn diese Zweiglein der Gottseligkeit, was wir eben gesungen haben, noch nicht aufgesteckt sind. Komm hinein, weil ich mache dir meine Tür auf. Und das ist das, was am Ende dieses Liedes letztendlich auch als Frage im Raum steht, gerade für diese Adventszeit. Wir hatten gestern Nachmittag diesen Senioren-Adventsfeier in Gönnern, da war Olaf Schmidt auch da. Ich habe eben schon nach diesem Wort gesucht, ich habe es nicht gefunden, aber so nach dem Motto, die wahnsinnige Besinnlichkeit, die uns verordnet wird im Advent. Da gibt es hier den Termin, da den Termin, da gibt es Weihnachtsfeiern ohne Ende. Und trotzdem diese Frage an dich und an mich, wie es mit dieser Herzenstür aussieht. Die Tür, die ich vielleicht noch zuhalte. Dieses Lied macht oder gibt uns eine Einladung, dass wir auch das öffnen für ihn, der kommt. Und viele von euch kennen ihn und haben ihn erlebt. Und ich glaube, keiner von euch könnte sagen, es ist einer, der durch das Zimmer geht mit einer Ordnungsliste und abhakt, was richtig und was falsch ist. Es ist einer, der den Arm um dich und mich legt und sagt, lass uns mal gemeinsam schauen. Lass uns mal gemeinsam hingucken. Und deshalb Georg Weisel damals und ich denke Jesus auch heute, der genau das möchte. Auch in dieser uns wahnsinnigen Besinnlichkeit verordneten Adventszeit. Es mag ein Moment sein, es mögen 5 Minuten sein oder wie auch immer. Wo die Tür aufgeht, da wird er kommen. Komm, o mein Heiland, Jesus Christ. Lass uns diese letzte Strophe miteinander singen. Was passieren kann, wenn das geschieht, was wir hinter uns sehen, wenn Jesus in dein Herz einziehen kann, das zeigt eine Geschichte, die sich um dieses Lied rankt. Man weiß nicht, ob sie so geschehen ist, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Und mit dieser Geschichte möchte ich schließen, diese Betrachtung an dem Lied macht hoch die Tür. Es heißt, dass dieses Lied erstmals gesungen worden ist am 4. Adventssonntag des Jahres, in dem es Georg Weisel geschrieben hat, und zwar vor dem Gartentor des Geschäftsmannes Sturgis. Und das deshalb, weil er dieser sein neu erbautes Schlösschen angrenzendes Wiesengrundstück erworben hatte, mit einem Zaun versehen und die Tore fest verschlossen. Und damit war den Leuten bei dem nahegelegenen, damals hieß es noch so, Amen und Siechenheim, der Weg zur Kirche versperrt. Jetzt mussten viele einen mühevollen Umweg zurücklegen, damit sie an diese Kirche kommen konnten. Und dieser mühevolle Umweg hat vielen diesen Weg zur Kirche versperrt, weil sie es nicht mehr konnten, nicht mehr in der Lage dazu waren. Die Forderungen der Stadtväter und auch vieler Bürger, sie stießen bei Sturgis auf taube Ohren. Und an diesem 4. Adventssonntag des Jahres 1623 schritten dann nicht nur der Chor in Richtung Sturgis heim, sondern es schlossen sich auf den Vorschlag von Georg Weisel auch viele aus diesem Altenheim an. Und so war es eine stattliche Menge, die sich vor dem Heim dieses Mannes versammelten.
Nachdem der Chor vor dem Gartentor des Geschäftsmanns Aufstellung genommen hat, hielt Weisel eine Predigt. Eine Predigt mit großem Ernst, und er sprach von der hochmütigen Verblendung vieler, wo auch die Herzenstüre sozusagen verschlossen blieben, obwohl der König aller Könige davor steht und anklopfe. Und mit erhobener Stimme fuhr er fort: Und heute, lieber Herr Sturgis, steht er vor eurem verriegelnden Tor. Ich rate euch, ich flehe euch an bei eurer Seelenseligkeit, öffnet nicht nur dieses sichtbare Tor, sondern auch das Tor eures Herzens und lasst ihn demütig mit Freuden ein, ehe es zu spät ist. Er hatte noch nicht das letzte Wort seiner Predigt gesprochen, da begann der Chor zu singen. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit, ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt. Sturgis, so heißt es, stand wie angewurzelt. Kurz vor Beendigung des Liedes aber, die Sänger sahen es mit Erstaunen, griff er in seine Tasche, brachte einen Schlüssel zum Vorschein, mit dem er die Gartentore aufsperrte. Und von diesem Zeitpunkt an wurden sie nie mehr zugesperrt. Die Heimbewohner hatten ihren kurzen Weg zur Kirche wieder, der noch lange Zeit der Adventsweg genannt wurde. Das kann es bewirken, wenn Jesus in unser Herz einzieht. Ich bete noch mit uns. Allmächtiger Gott, lieber Vater im Himmel, du hast Jesus gesandt. Jesus, du bist gekommen, hast diesen Weg auf dich genommen, hast viele Erwartungen der Menschen ausgeschlagen, um das eigentlich Wichtige zu tun, an das zu gehen, was uns Menschen nicht möglich ist, unser Herz. Zu verändern, was durch manche Erfahrungen, vielleicht auch durch Kirche und Gemeinde, durch Christen hart geworden ist, wo vieles unverständlich ist und wo wir die Fragen haben und keine Antworten bekommen. Du bist gekommen, um uns zu begleiten auf unserem Weg. Du bist gekommen, um zu verändern. Du bist gekommen, um zu werben, um unser Vertrauen dir gegenüber, trotz und bei allen Fragen, die wir haben. Und wo das geschieht, wo Herzenstüre aufgemacht werden, da verändern sich Menschen, so wie damals dieser Geschäftsmann, so wie darüber hinaus viele andere und auch wir selbst. Wenn wir unser Leben betrachten, sehen wir hoffentlich diese Veränderungen durch dich und deinen Geist. Danke, dass du uns darauf aufmerksam machst, auch an diesem Sonntag, dem zweiten Advent. Und wir bitten dich, dass auch dieser Adventsweg bei uns offen bleibt. Diese Türen zu dir, auf denen du kommst, bildlich gesprochen, und zu uns findest. Danke dafür. Und so segne dein Wort an uns. Und wenn wir dieses Lied miteinander singen, in diesen Tagen, vielleicht öfters, dann lass uns das eine und andere in Erinnerung kommen, was es bedeutet. Danke, dass wir es singen können, und es ist deshalb möglich, weil du gekommen bist. Vielen Dank dafür. Amen. Lass uns noch ein Lied miteinander singen. Du bist mein Ursprung und mein Ziel. Du bist mein Ursprung.
Ursprung und mein Ziel, von dem ich komm, zu dem ich will, bei dem der tiefe sehnte Friede wohnt, der unser Denken sprengt. Du bist die Perle, die ich fand. Schatz in dieser Welt kann größer sein als du, der ewige Gott. Du warst, du bist, du bleibst, was du versprichst. So groß, so toll, so zeitlos schön. Der Hirte, der mich trägt, selbst dann, wenn Leid mein Leben brennt, wenn mich mein Weg durch dunkle Täler führt, bleibst du doch stets bei mir. Du bist der Retter in der Not, der mich erlöst von Schuld und Tod und mich mit Augen einer Liebe sieht, die über allem steht. Du warst, du bist, du bleibst, was du versprichst. So groß, so treu, so zeitlos schön, du bist mein wahres Glück. Du warst, du bist, du bleibst, was du versprichst. So groß, so treu, so zeitlos schön, du bist mein wahres Glück. Du bist mein Ursprung und mein Ziel, von dem ich komm, zu dem ich bin. Und meine Reise führt in dieses Land, wo mein Zuhause ist, wo mein Zuhause ist. Unter dem Segen dessen, der unser Ursprung und unser Ziel ist. Und wem es möglich ist, den bitte ich, zum Segen aufzustehen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und er sei dir gnädig. Er wende dir sein Angesicht freundlich zu, gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Gott befohlen, eine gute Woche und